Tschüss. Oh, ja, die haben Luftabwehrstellung. Tschüss. Alles war's. Ich hab's überlebt, glaube ich. Ich bin tot. Ich bin noch drin. Ich lebe. Pullout lebt. Yeah. Die anderen verrecken da unten. Alter. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, so über so gewisse Dinge zu fliegen hier. Der Tipp war, im Heli tief fliegen, damit einen die Raketen nicht treffen. Jetzt fliegt man tief und dann sofort Feuer anvisiert und Feuer und bam. Das war ein schlechter Tipp. Ja. Scheiße. Wahrscheinlich der Praktikant gemacht. Hey, schreib mal 50 Tipps. Du musst dann noch irgendwie was den Leuten, den Spielern helfen, alles klar. Warum fährt ein Zug? Seht ihr den? Kommt ihr uns mit dem Boot abholen? Wo seid ihr? Ja. Holt ihr ein Boot und holt uns? Hey, ist ein Fischer. Ich suche gerade eins, aber mal gucken. Ah, da, ich habe eins. Tada, Reichweite. Ah, da können wir ja an Land gehen, oder? Dann müsste das halt auch noch eine Basis, oder? Wo wir jetzt sind gleich. Ah, ja, ist besser an Land zu gehen, ja. Oh, nein. Gegner-Heli. Hey, das ist ja wieder unsere berühmte Insel. Der kommt rückt an. Hast du ein Boot? Hast du ein Boot, Marvin? Ja, hab ich doch schon zweimal gesagt. Räumen wir auf und dann weiter. Wenn du schläfst und stehst da hinten rum, dich hole ich jetzt nicht ab. Nee, ich baue ein Boot! Kann ja Schnellreise machen. Du bist ja nicht gelaufen. Come on. Fahrt einmal ums Ufer rum. Ja, jetzt ist die Ausdauer weg. Also schwimmen kann er relativ lang schnell. Oh, Alter, bis die Ausdauer weg ist. Komm, ich komme. Boah, Alter, wie kommst du da angerauscht, ey? Das Ding bremst ja nicht. Alter. Ich hab ihn geholt. Halt's Maul. Nice. Er ist bestimmt Gegner, oder? Haben wir da nicht sogar schon mal? Da haben wir doch irgendwas mal geholt. Es ist grün, alles. Dann ist es ein... War doch da, wo die Karte gespielt haben. Das haben wir ja schon. Ich glaube, wir wollen ja jetzt dahin, ne? Ist das nicht ein Gegner hier? Ja. Drohne fliegt. Erledigt. Hab noch einen Tank. Das Ding bremst sowas wie null. Der hat meine Drohne runtergeholt. Die Sau. Echt? Die war auch immer weg. Er haut ab. Na gut, dann soll halt abhauen. Mir relativ gleich hoch. So, man ist Sniper noch drin. Ah, Alter. Ja. Hassen? Nee, ich nehm den Granatwerfer. Aufpassen, Martin. Oh, das geht gar nicht. Mal höher ein bisschen. Jetzt ist er weg. Jetzt hast du getroffen. Hab ich aber keine Muni mehr, leider. Kommt ihr an Land? Wir müssen sowieso über Land fahren. Ja, wir nehmen hier so ein Auto. Oh, was ist denn hier los? Oh, die Dauer, Alter. Kommt ihr? Oh, da ist noch einer. Ja, da ist einer. Habt ihr ihn? Ja. Okay. Wo kommen die denn jetzt her? Martin hat die. Kommt ihr hoch oder? They see me rolling. Ja, wenn schon, dann richtig, oder? Natürlich. Hättest müssen ein bisschen Tokyo Drift Musik einfügen. Da lauft er um die Ecke, es rasselt nur noch los und tot ist er. Danke. Oh Mann, Simon, was machst denn du? Ich dreh um einzusteigen. Ja, ihr rennt immer die ganze Zeit vom Auto weg. Nein. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Simon! Koch! Alter! Komm, steigt ein. Oder? Ja, leg den Kofferraum. Ist besser. Kofferraum. Nicht klopfen, hast du gehört? Oh Mann, ja. So, was müssen wir denn machen? Welche? Oh, da ist ein Heli. Oha! Ja, lass ihn doch einfach. Wir fahren einfach vorbei. Oh! Er zieht rechtzeitig den Kopf ein. Ja, richtig so. Nice. Aber es sieht schon wieder aus, ey. Yeah. Alter, aber ich bin da ziemlich schnell am Arsch, gell? So optisch auf jeden Fall. Ja gut, ein Auto wäre aber auch schnell am Arsch, jetzt mal ehrlich. Ja. Wenn du 5 km/h irgendwo dran fährst, hast du auch schon ein Schrammer, das knallt. Ja gut, aber es ist schon extrem hier. Also ja, wenn du
Wenn du vorsichtig gegen Stein fährst, dann klappt der Spiegel ab, ja, und ja dann alle Scheiben am Arsch und was weiß ich. So ein Scheiß, null Sterne. Ein Stück fahren? null Sterne im ADAC Crashtest. So, was muss man denn machen? Schüchtern Sie den Sicario ein, okay. Also ja, nicht, töten, ja, nicht töten. Ja, der Typ haut ab. Der haut ab, wenn ja, vor allem da ist ein Heli, der wird 100 pro da einsteigen. Der haut mit dem Jeep ab. Der haut mit dem Jeep ab. Der haut 100 pro nicht mit dem Jeep ab. Doch, ich weiß es. Achso, du hast schon wieder. Ihr müsst ja wissen. Spoiler doch jetzt nicht, Mensch. Unser Fabi will rumspoilern. Ja, ich beim Magenta-Fall habe ich mich auch kurz hier abgesetzt, um zu chillen, und dann ist mir das aufgefallen. Das wäre ein geiles Boot da. Seht ihr das da drüben? Hör mal. Da, das Boot da, wo ich gerade die Gegner markiere. Ja. Mega geil. Da, Halt's Maul jetzt! Da, ich hab doch da, ja gesagt. Da, ja. Stimmt genug, dass du ohne uns vorspielst, nur weil du in der letzten Aufnahme nicht dabei warst. Da ist noch einer, wieso kann ich den nicht markieren? Die eigene Unfähigkeit. Das ist vielleicht der Sicario, den wir nehmen müssen? Kann sein. Nee, das ist ja der Grüne eigentlich. Nee, das ist nur der Ort, wo wir hin müssen, oder? Sollen wir die beim Boot mal alle wegknallen und dann, oder müssen wir eigentlich gar nicht? Die kriegen das gar nicht mit. Ja. Soll ich mal einen Ablenkungsköder werfen? Nein. Den können wir jetzt rausnehmen, oder? Ich könnte den rausnehmen, ja. Wenn ihr wollt. Auf euer Befehl. Wir könnten auf jeden Fall, kurzer Tipp. Kommt aber der andere, läuft jetzt auch. Warte mal kurz. Da steht ein Geländewagen. Wenn wir den zerstören, gut, dann wird er den Heli wahrscheinlich nehmen, schätze ich mal. Ja. Das kann gut sein, ja. Wie wäre es, wenn wir einfach die Leute erledigen und dann... Ja, ich meine ja nur, man kann auch anders vorgehen. Man kann auch sagen, hey, Also zwei... Ja, oder eins und einer sollte auf jeden Fall nah ran schon mal sich schleichen, damit er den direkt... Okay, alles klar. Wartet mal. Damit, guck mal, da läuft jetzt sogar extra weg. Eins und drei müsste man jetzt rausnehmen. Ja, eins kann ich rausnehmen, ist kein Problem. Eins ist auch für mich kein Problem, aber der Rest sehe ich nicht, leider. Eins und drei, obwohl, gut, dann... Drei sehe ich auch, ja. Drei kann ich obwohl, auch nehmen. Obwohl, da ist der andere halt nebendran jetzt, ne? Hey, eins und drei gleichzeitig, das ist kein Problem. Aber der Kerl zum Einschüchterungsmensch. Ja, und der Simon geht direkt zum Einschüchterungsmensch. Jetzt läuft oder die Einzel- halt weg. Bewegt sich, ja. Nimm die drei weg und du schüchtern. Naja, das ist auch scheiße. Der ist jetzt komplett allein, oder nicht? Oh, eins kommt, aufpassen. Eins könnte, holt eins weg. Oder ich hole okay. Eins weg. Ja, mach. Ja, dann mach. Mach. Dann gehe ich jetzt vor zu dem Typ. Das hat jemand gehört. Geh zum Typ. Der Typ flieht. Er flieht. Ich mach die Karamarsch. Ah, Mann! Hab ihn! Du laufst der jetzt da rum. Er ist unten, also er rennt auf jeden Fall nicht weg. Ja. Ich kann ihn holen, wenn ich ranrenne. Ich versuche ihn zu holen. Ja, knall doch einfach die Leute ab, die stehen da vorne eh offen. Unidad, kommt Unidad, Alter, als ob. Mann, den heb ich auf. Ich hab ihn. Achso. Wie du nach Mama geschrien hast und erzähle ihnen, dass sie als nächstes dran sind. Verstanden? Tranquisi. Ich verstehe. Meinst du, die Botschaft kommt an? Yes. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Noch eine Kingslayer-Datei da vorne. Schauen wir uns mal die an. Queren. Quatsch. Die ist so getroffen. So, was haben wir da? Ah, Sounddatei. Wo ist die dann? In der Hütte drin? Nee. Nee, die liegt hinten. Auf dem. Jo, könnt ihr da. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Meint ihr, bei dem Boot ist noch was? Oder? Wir können ja mal hin. Weil aussehen tut's ja. Sind ein Bossgegner oder so. Boot. Genau, das Boot. Von hier können wir alle wegnehmen, eigentlich, ne? Müssen wir doch gar nicht, oder? Nö, wir lassen es auch. Doch, da ist eine Waffe drauf. Echt? Ja, stimmt. Und Kingslayer-Datei.
Na dann. Vielleicht die Frage noch so, ist da was? Nö. Okay. Kann mit den Dings drauf schießen. Wir markieren die. Sollen wir einen Mörser drauf werfen? Nee, oder das so? Trifft doch nicht. Wir laden da doch noch klar. Das. Ich hab die 3 markiert. Markiert ist unwichtig, nur wenn du erledigen kannst. Ich hab sie im Visier. 3, noch. Ich kann die 1 nehmen. Dann machen wir das jetzt, oder? Jo. 3, 2, 1, so. Was? Was du halt so schnell anzählen musst, ist halt nicht so geil. Ich. Du hast den Visier gehabt. Alter, der Bunte! Wenn er jetzt noch treffen würde. Das ist total schwer, damit irgendwas zu treffen ohne Zielfern. Drück ohne mal Alt, da kannst du zentrieren. Hieß es mal in den Tipps. Alter. Rot kommt. Wie das aussieht, ey. Ich fliege um Hilly wieder. Hä, achso, ich bin gar nicht Fahrer. Ja, du musst mit dem mittleren Maus ganz nach hinten sitzen. Ja. Ja. Ich bin am besten fährst du die Killer gar nicht jetzt über den Haufen, wenn du es schaffst. Darf er nicht. Oh! Alter! Ja, aber close, aber close, ey. Jetzt komme ich nur da nicht hoch. Och, Mann. Da ist das Ding. Eine MP. Zeigt den auch mal, ey, richtig. Geil. Anschneiden, Leute. Was gibt's denn? Eine Waffen- MP. MP. Hier ist eine Waffenkiste. Ach, natürlich steigt er ins Wasser aus. Ja, macht er immer. Sicherer, weißt du. Ja. Kingslayer-Datei, ich finde die gar nicht. Ist die oben ist hier oder was? Bei mir. Komm ich denn da hoch? Oder hinten? Innen. Was haben sie dafür? Ah, PP19. Die gab's doch auch im Battlefield 3. So, Simon wird vorlesen bei der Kingslayer-Datei. Ja, mach ich. Lass mich kurz einsteigen dann und dann lese ich's während der Fahrt vor. Jojo. So. Das schiebst mich gerade wieder die Treppe runter. Ja, kein Problem. Wo ist denn der Heli? So, wieder weg. Ja, der steht, den habe ich wieder aufs Trockene gebracht, damit er da steht. Mann, Wasser. Erstmal die Kingslayer-Datei, oder? Nicht den Nebeneinsatz. Achso, ja, gerne. So, und die Kingslayer-Datei, was besagt sie uns denn? Moment, wo sehe ich die jetzt nochmal? Ah, Moment, ja. Habe ich dir den Platz weggenommen? Ja, natürlich. Ah, so. Casitas aktuelles Selfie erzielt über 340.000 Likes und mehr. Der Sohn des mexikanischen Milliardärs Gonzalo Valado, ja, Javier Garcita Valado, dient als Idiot respektive Fassade des Kartells und weiters hat er eine Softpower aus. Das ist... Ja, also das ist so ein Foto und ein paar Posts dazu. Bisschen verschwommenes Foto. Naja. Wollen wir hier mal an Land dann gehen oder... Wann der Fahrer davor eigentlich? Die Fahrer. Meinst du, die hat einen Plan? Nee, aber irgendwie so. Aha. Klasse. Komm. Machen wir mal weiter. Ey! Ich weiß ja nicht, was das hier für ein Deal war. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Deal gerade war. Ja, da ist doch so ein Steg, da kann man doch an Land gehen. Erst sagen, anhalten, dann halte ich an und hau da ab, ey. Ja, du hast ja nichts gemacht, du hast ja nichts gesagt, du bist nur so stolpergast gefahren. Ja, ich sehe niemanden. Da hinten machen sie ein Ding. Oh, guck mal, da oben ist das, dann müssen wir auf jeden Fall ein Heli haben, ne, Leute. Ich frage mich, oben auf dem Berg, das sieht geil aus, ne? Ja, erst die Kingslayer-Datei holen, ne? Alter, aber wie geil. Hast du recht, sieht echt mega aus. Guter Screenshot. Ja, ich bin dabei. Eventuell das Thumbnail dieses Videos. Wir sollten mit Drohnen auskundschaften, bevor wir die Party stürmen. Ziemlich friedlich hier auf jeden Fall. Seht ihr irgendwelche Gegner? Keiner entdeckt. Muss ja nicht alles Böses sein hier. Ja, ich laufe durch die City, spaziere. Gehst du shoppen? Ich gehe ein bisschen shoppen, ein bisschen. Ich bin schon immer nur am Shoppen hier. Ja, lass mich doch. Lass mich da. Kingslayer. So, ging das. Was haben wir denn für eine schöne Kingslayer-Datei? Ah, eine Sonderdatei.
Nice, was zum Hören. Minister, der Rest der Welt sollte diesen Schatz mit uns teilen. Wenn wir Agua Verde in ein Resort verwandeln, bringen Touristen haufenweise Cash ins Land. Das Casino allein. Das Casino? Selbst wenn ich es ohne Zustimmung der Aymara genehmige, wird die Glücksspielbehörde ein Casino mit so fragwürdiger Finanzierung niemals genehmigen. Sie haben die Genehmigung schon erteilt. Hä? Das glaube ich nicht. Wie ist so etwas möglich? Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Die Glücksspielbehörde versteht, dass viel Geld durch ein Casino läuft. Achtung, Auto kommt. Wenn etwas von dem Geld verloren geht, möchte er sicherstellen, dass es in die richtigen Hände fällt. Wollen Sie das nicht auch, Senor? Ah, okay. Natürlich. Über wie viel Geld reden wir? Sagen Sauber. Wir, alles Paletti? 1000 US-Dollar pro Monat. Für den Anfang. Ja, das klingt durchaus vernünftig, Casita. Ich nehme das Motorrad. Die Baugenehmigungen schicken. Ich erledige dann den Rest. Perfekt. Wie müssen wir denn fahren? Da, bei A ist ein Heli. Okay, also links rum. So. Da haben wir jetzt gerade den Soundbeweis für eine Bestechung von einem Politiker. Ja, aber sowas von. Obwohl er nur gesagt, wenn das Geld abhanden kommt, ne? Der Lieferwagen ist viel schneller als das Motorrad. Klar, ist klar, getuned. Der ist auch getuned. Ich glaube, da könnten da Gegner stehen. Ne, das sind Grüne. Ja, sind Gegner. Echt? Ah, dann sind die im Gefängnis wahrscheinlich. Er hat es zumindest gesagt. Ja, da stehen welche. Oder? Ah, ne, sind doch Rebellen, oder? Ja, ich würde doch sagen. Das ist doch der Rebellenlandeplatz. Das sind Kühe. Ja, stimmt. Das ist ja schon eigentlich. Die Markierung für den Rebellenlandeplatz. Schon eigentlich. Jetzt kannst du was lernen, Kollege. Oh, da kann man doch jetzt bestimmt ein richtig geiles Bild machen. Ja, Mann. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Schotten hier. Wenn man da jetzt so schön entlang fliegt, an dem abgeschützten. Ah, das sieht schon geil aus mit dem Wald und so, ne? Mhm. Pass auf, dass du nicht ins nächste Gebiet fliegst. Der Heli will irgendwie nicht nach vorne sich neigen jetzt. Ah, und noch eine Waffenkiste und noch ein Nebenmission. Jetzt gewinn mal an Höhe, mein Freund. Boah, Alter. Da mal ein Fallschirm abgestürzt. Ja. Nachschub. Ey, Alter, okay. Was ist denn mit dem Heli los? Oh. Ich weiß nicht, was der. Der hat irgendwie Probleme gerade hier so ein bisschen. Der hat ein Problem, ey. Flieg ein bisschen drüber, dann kann man abspringen. Ja, ich will aber landen. Ich will das Spiel mit dem Fallschirm runterfliegen. Ja, oder halt. Also, es reicht ja, wenn es einer macht, ne? Richtig. Ja, aber ich kann ja trotzdem da an dem Eck was landen. Was ist denn, Martin, um mich mal ranzubringen? Rechts rüber. Ah, jetzt müsste es reichen. Nee, noch ein bisschen runter, bitte. Ja, das ist klar. So, jetzt. Muss man dich jetzt aufheben, Fabian? Ja. Du bist weg bei mir. Ja, ich bin wieder. Oh, so geil, ey. Ich dachte, es reicht. Super. Ich melde den Rebellen, wo es ist. Dann können sie es abholen. Puh, ich dachte schon, wir sollen das verdammte Zeug selbst von ihr wegtragen.